Oh, er piepst. Er hat einen Rückfahrpiepser. Und er blinkt. Okay. Also er blinkt. Machen wir hier noch Licht an. Zack. Das, jetzt ist vorne übrigens Sperre drin. Und ihr seht, wie der drüber radiert. Also Wahnsinn. Machen wir die mal an. Ja. So macht das Spaß. Das ist übrigens noch erster Gang. Aber ihr seht, wie geschmeidig der jetzt um die Kurven rumläuft. Kommt gleich nochmal. So. Und wenn ich die anmache, ja, dann überschiebt der. Also das ist Differential, wie immer. Differential mache ich an, wenn ich geradeaus irgendwo in die Prärie schieben will. Ansonsten Differentialsperre raus. Ihr habt ja auch gesehen, es tut ja auch dem Akku, ist ja auch Akku verdreht. Schaut mal den Wendekreis an. Was ist das? Wie ist das? Von da bis da. Sollen wir mal gucken. So, wir sind hier. Legen wir mal was hin, oder? So. Achso, ein Ding brauche ich ja nicht mehr. Hä, der hält's ja. So. Und hier. Das heißt, was haben wir hier, Wendekreis? Was schätzt ihr? Außenwendekreis? 82 cm, das ist frei nichts. Das Ding hat eine Länge von über 50 cm und macht jetzt hier 82 cm Wendekreis. Also es ist Hammer. Ich bin mir sicher, der macht so Laune. Und er hält es. Also ihr seht, er schiebt jetzt auch nicht mehr drüber, ansonsten könnte ich da jetzt nicht so rumfahren. Und er piepst. Ich fahre nochmal bei euch hier ein bisschen, damit ihr das auch hört. So, und? So. Irgendwie ist die Schaufel, glaube ich, falsch rum angesteuert. Ich müsste jetzt gerade bei mir nachschauen, aber ich glaube, die Schaufel ist falsch rum. Kugelschreiber hier. Ja, das einzige die Hubhöhe, gell? Die Schaufel ist zu lang. Freunde, die Schaufel ist zu lang. Wir müssen die Schaufel abschneiden. Wenn wir die Schaufel kürzen. Ja, ich weiß, es ist ein nagelneues Modell. Ich schneide die jetzt auch nicht ab, aber wenn wir die Schaufel kürzen, dann sind wir hier, also hier einfach geradeaus rüber, gerade die Kante machen. Dann haben wir hier 18,5. 18,5, das schaut dann auch gleich mal ganz anders aus zum Ausladen. 18,5. Ach, ja, der Kugelschreiber. Ich dachte schon, ich habe jetzt irgendwie das Getriebe. Aber wir fahren immer noch über den Kugelschreiber, der hier rumliegt. Ja, also es macht. Ja, ich glaube, die Schaufel ist immer noch falsch rum. Ich muss kurz umdenken. Ich stelle es jetzt nicht um. Umgestellt ist es gleich. Aber es. Ja, das ist schon. Schon schön. Ja, die ist einfach zackig, die Schaufel. Mal auf Warnblinkanlage. Recht unspektakulär, oder? So, achso, zweiter Gang wollten wir noch, oder? Dann begeben wir uns mal in eine sichere Startposition, wo ich nichts kaputt fahren kann. Und wir starten, ich fahre mal mit 1 und schalte es dann dazu. Ja, warte mal. Boah, also in 2 und ich und Lenken, das ist jetzt natürlich. Und. Okay. Genau. Also 2 ist nicht meine Fahrstufe. Wir haben jetzt gleich die Kanister kaputt gefahren hier.
Habt ihr das gesehen? Zack, und da ohne mit der Wampe zu zucken, hat er das hier kaputt gefahren. Also 2 geht gar nicht. Also ich kann nicht auf der 2 fahren. Ich hoffe, ihr könnt das. Ich kann das nicht. Also die 2 ist... Alter, Schwede, das ist ja der Wahnsinn. Also das ist jetzt 1 wieder, gell? Weil 2 ist... falls gleich die Kamera umgefahren wird oder so, ich entschuldige mich gleich mal dafür. Das ist die 2. Okay. Boah. Okay, also... Wir einigen uns auf den ersten Gang, habe ich so das Gefühl. Also der zweite Gang ist massivst. Also ich finde jetzt auch den ersten jetzt, also Frage an euch in die Kommentare. Wie seht ihr das auf dem Parcours? Ich meine, jetzt habe ich hier wenig Platz, aber wenn ich jetzt sage, ich fahre jetzt hier Vollgas, ich komme doch auch ans Ziel. Eigentlich auch sogar gar nicht so schlecht jetzt für einen Radlader, oder? Ich meine, klar, wenn ich jetzt einen langen Weg habe, irgendwie so 3 Kilometer Parcoursanlage, dann brauche ich hier Vollgas. Uah. Beinahe schon wieder. Ich höre jetzt auf. So, zweiter Gang. Der wird bei mir rot angemalt. Das ist wie bei so einem Fahranfänger. Niemals höher als der erste Gang. Gott sei Dank. Sollte ich mich jemals am Bau bewerben, muss ich das Video vorher löschen. Ja, also, soweit so gut. Es macht höllisch Laune und ja, ich schaue mir jetzt das Modell die nächste Zeit mal an. Wie gesagt, haut mir das in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und ich verlinke euch alles. Und je nachdem, was für Fragen kommen und wie ich die beantworten kann, machen wir das unter Umständen in einem zweiten Video. Deswegen abonniert den Kanal und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann!